Wenn ein Familienmitglied Christ geworden ist und dies bekannt wird, werden alle Familienmitglieder verhaftet. In härteren Fällen trifft es sogar weitere Verwandte. Sie werden heimlich in ein Straflager oder an einen abgelegenen Ort gebracht. Dann klagt derjenige, der Christ geworden ist: Wegen meines Glaubens muss meine ganze Familie leiden. Das macht jedem zu schaffen. Darum versucht man, seinen Glauben geheim zu halten. Weltweit werden schätzungsweise 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Jedes Jahr veröffentlicht das christliche Hilfswerk Open Doors im Weltverfolgungsindex die 50 Länder, in denen Christen besonders stark verfolgt werden. Nordkorea steht seit Jahren auf Platz 1 dieser traurigen Rangliste. Nirgendwo sonst geht es Christen so schlecht wie hier. Das kommunistische Regime beherrscht den gesamten Alltag der Bevölkerung. Kein Lebensbereich ist davon ausgenommen. Die Diktatoren der Kim-Dynastie lassen sich gottgleich verehren. Spitzel sind überall. Christen gehören zu den Staatsfeinden Nummer 1, da sie einen anderen Gott verehren als den Diktator. Werden sie entdeckt, kommen sie in ein Arbeitslager oder werden hingerichtet. Nach außen bemüht sich der Staat, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Doch dahinter zeigt sich das wahre Gesicht von Nordkorea. Hye-ju wurde in Nordkorea geboren und verbrachte dort fast ihr ganzes Leben. Aus Sicherheitsgründen kann sie nicht gezeigt werden. Auch ihr richtiger Name und ihr derzeitiger Aufenthaltsort dürfen nicht genannt werden. In der ersten Folge berichtet sie von ihren Erfahrungen in dieser kommunistischen Diktatur und von der allgegenwärtigen Gefahr, der Christen dort tagtäglich ausgesetzt sind. Ich bin in einer Familie geboren, die seit 3 Generationen Christen sind. Das wusste ich früher jedoch nicht. Als ich noch sehr klein war, habe ich 2-mal bei meiner Mutter eine Kreuzkette gesehen. Ich war neugierig und fragte, warum die Person am Kreuz an einem solch grausamen Tod sterben musste. Sie nahm mir die Kette dann sofort weg und sagte mir eindringlich, dass ich niemandem etwas davon erzählen darf. Weder von der Kreuzkette noch von dem, wie wir lebten. Danach, 1950, wurde mein Vater in den Koreakrieg eingezogen. Daraufhin kam meine Großmutter aus China, um mit der Familie nach China zu flüchten. Doch meine Mutter wollte bleiben und auf ihren Mann warten. Meine Schwester und ich gingen mit. Im Koreakrieg starben sehr viele Menschen und viele Familien wurden auseinandergerissen. Ich sah viele Tote auf der Straße liegen und kleine Kinder, die bei ihren verstorbenen Müttern saßen und vor Hunger weinten. Wenn ich noch heute daran denke, dann schaudert es mich. Eine einzige Person, der Führer Kim Il-sung, hat durch seine Fehlentscheidung so viele Menschen sterben lassen. Und so viele Familien wurden zerrüttet. Als der Koreakrieg ausbrach, war ich 7 Jahre alt. In China besuchte ich dann 7 Jahre lang die Schule. 1958 gingen wir wieder nach Nordkorea zurück. Während des Koreakriegs ist mein Vater gestorben. Danach lebten wir wieder mit unserer Mutter zusammen,
Ich beobachtete meine Mutter, wie sie morgens beim Reiskochen etwas vor sich hin murmelte. Ich dachte damals, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt, weil sie ständig vor sich hin redete. Sie war eine Witwe. Und damals gab es viele Witwen, deren Männer im Krieg gefallen waren. Meine Mutter half ihnen und den Waisenkindern und vielen älteren Leuten im Dorf. Sie gab sogar ihr letztes Hemd, wenn jemand sie danach fragte. So kamen viele Witwen zu uns nach Hause und erzählten von ungerechten Behandlungen, die sie erlebten. Sie schütteten ihr Herz bei meiner Mutter aus. Dann sagte meine Mutter immer: Sei nicht enttäuscht und gib niemandem die Schuld, sondern sag es zum Himmel hinauf. Denn der Himmel hört die Stimmen derjenigen, die ungerecht behandelt worden sind. Sie hat immer das Wort Himmel benutzt. Sie sagte, dass der Himmel die Herzen der Menschen kennt und ihre Bitten erhört und hilft. Ich konnte aber nie verstehen, wie der Himmel den Menschen helfen soll. Meine Mutter hat uns bis zu ihrem Tod nichts von ihrem Glauben erzählt. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss es ihr sehr weh getan haben, uns nichts von ihrem Glauben erzählen zu können. Denn wenn man von Jesus erzählte, wurde die ganze Familie und sogar die Verwandten bestraft und verurteilt. Meine Mutter hatte sicher Angst, dass ihren eigenen Kindern so etwas passieren könnte. Darum hat sie uns kein einziges Wort von Jesus erzählt. Dieser Gedanke lässt mein Herz brechen. Bis sie gestorben war, hat sie noch nicht einmal ihren eigenen Kindern davon erzählt. Das muss ihr sehr schwer gefallen sein. Ich verbrachte meine Kindheit im Norden des Landes. Ich habe außerhalb der Schule niemals etwas über Christen gehört. Wenn jemand verhaftet wurde, dann hieß es, er sei ein Spion aus Südkorea. In der Schule lehrte man uns, dass die übelsten Menschen dieser Welt Pastoren und Missionare sind. Sie seien Wölfe im Schafspelz. Besonders die amerikanischen Missionare würden Menschen einfach als Versuchstiere missbrauchen und ihnen die Organe entnehmen. Wenn sie jemanden beim Stehlen ertappen, würden sie diesem Dieb auf die Stirn einen Stempel aufdrücken. Ich habe damals gelernt, dass Christen die übelsten Menschen der Welt sind. Das wird heute noch so in der Schule gelehrt. In der Kindheit sind Erziehung und soziales Umfeld ja sehr einflussreich. Ich glaubte deshalb, dass der Führer Kim Il-sung ein Gott ist und dass er die ganze Welt regiert. So habe ich es gelernt und dachte, alle Menschen der Welt respektieren und folgen Kim Il-sung. Er entwickelte die Juche-Ideologie, die besagt, dass man selbst sein eigener Herr ist und sein eigenes Schicksal in der Hand hat. Das klang einleuchtend. Aber eigentlich will Juche die Menschen dahin verführen, dass allein Kim Il-sung die einzige Hoffnung und das Glück für jeden Einzelnen ist.
Das Schicksal des ganzen Landes würde von ihm abhängen. Ich dachte, er wird ewig leben und niemals sterben. Wir Kinder dachten, wenn es ihn vielleicht nicht mehr gäbe, dann würde die Welt nicht mehr existieren und das könnte sogar das Ende der Welt bedeuten. Daher musste man sogar sein Leben für den Führer opfern. Vor dem Tode Kim Il-sungs gab es noch regelmäßig Lebensmittelrationen. Aber als er am 8. Juli 1994 gestorben war, sagten viele Menschen, die Sonne dieser Welt ist untergegangen. Dann verschlimmerte sich die Lage rapide. Lebensmittelrationen kamen immer weniger und später gar nicht mehr. Darum konnten viele Leute ihre Kinder nicht mehr ernähren und setzten deshalb ihre eigenen Kinder auf der Straße aus. Ich habe sogar gesehen, dass ein krankes Kind auf einer Müllhalde abgesetzt worden ist. Am Bahnhofsviertel waren viele Leichen zu sehen. Überall sind sie gestorben. Sie lagen vor jeder Haustür. Alle waren damit beschäftigt, diese Leichen zu begraben. Jeden Morgen hörte man als erstes die Nachricht, dass über Nacht der Vater oder die Mutter oder die Tochter von jemandem gestorben ist. Da bekamen die Menschen Angst und fingen an, über ihr eigenes Leben und die Regierung enttäuscht zu sein. Alle fragten sich, wie kann ein Gott sterben? Dadurch kamen sie auf den Gedanken, dass der Führer Kim Il-sung doch kein Gott gewesen sein kann. Als meine Tochter vor Hunger starb, sagte ich zu ihr, klage deine Eltern an, dass es dir so schlecht geht. Da sagte meine Tochter noch bevor sie starb, ich klage nicht dich an, sondern dieses Land. Es gibt keine Hoffnung in diesem Land. Und stirb nicht wie ich vor Hunger, sondern verlass dieses hoffnungslose Land. Das waren ihre letzten Worte. Mein Vertrauen gegenüber dem Land und dem Führer verwandelte sich immer mehr in Enttäuschung. '96 ist mein Mann nach China geflohen. Wegen einer Operation war ich damals fort von zu Hause. Deshalb war ich auch sehr schwach. Essensrationen kamen keine mehr und mein Mann ernährte sich hauptsächlich von Gras und Maispulver, das die Nachbarn ihm gebracht haben. So hat man es mir erzählt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum er sich entschlossen hat, nach China zu fliehen. Nach einem Jahr teilte uns der Staatssicherheitsdienst mit, dass er in China gewesen war. Dort hat man ihn verhaftet und wieder nach Nordkorea zurückgeschickt. Keiner von uns hat das für möglich gehalten.
In China hatte er einen Missionar kennengelernt und eine biblische Ausbildung machen können. Dort diente er in einer Gemeinde, die hauptsächlich von Nordkoreanern besucht wird, als Lobpreisleiter. Ein Mitarbeiter der Gemeinde hatte aber meinen Mann bei der chinesischen Polizei angezeigt. Und so musste er dort ins Gefängnis, bevor er nach Nordkorea zurückgeschickt wurde. Aus dem Gefängnis rief er meine Tante an, die in China lebte, und erzählte, was er erlebt hatte. Daher konnten wir später erfahren, was er durchgemacht hatte. In Nordkorea werden Pastoren und Missionare als Staatsfeinde angesehen. Sie werden der Spionage beschuldigt und verurteilt. Weil mein Mann mit einem Missionar zusammen gewesen war, wurde er schwer gefoltert und gezwungen zu sagen, welchen Spionageauftrag aus Südkorea er bekommen habe. Im Gefängnis fing er an, von Jesus zu erzählen. Er teilte das Essen, das nicht mal für ihn gereicht hat, mit den Mitgefangenen. Die Kinder haben ihn einmal besucht. Ich war noch sehr geschwächt. Deshalb gingen die Kinder zuerst alleine zu ihm. Das mitgebrachte Essen wurde auf einem kleinen Tisch ausgepackt und gegessen. Die Wächter gingen ein und aus. Da zog mein Mann die Hand meines Sohnes unter dem Tisch zu sich heran und schrieb auf seine Handinnenfläche: Glaubt an Jesus und betet zu ihm, immer. Wenn ihr es schwer habt, vor Hunger leidet oder traurig seid, dann betet zu Jesus. Er ist nicht sichtbar, aber er hört eure Gebete und wird euch antworten. Der einzige Weg, in diesem Land am Leben zu bleiben, ist, an Jesus zu glauben und zu ihm zu beten. Die Kinder kamen nach Hause und erzählten, dass der Glaube an Jesus kein Aberglaube ist und dass der Vater an Jesus glaubt. Sie sagten, lass uns auch an Jesus glauben. Von dem Tag an glaubten wir an Jesus und fingen an, zu ihm zu beten. Ich dachte, weil mein Mann vom Herzen her ein guter Mensch war, dass er die Wahrheit gefunden hatte. Wie ich vorhin erzählte, glaubte ich vorher an die Juche-Ideologie. Durch die Erziehung war mir eingetrichtert worden, dass Juche von vielen Menschen verehrt wird. Aber die Jahre meines Lebens in Nordkorea haben mich etwas ganz anderes erfahren lassen. Nur noch Tod, immer mehr Gewalt und Sünde. Ich habe erkannt, was wirklich die Wahrheit ist. Der Glaube meines Mannes schien mir diese Wahrheit zu zeigen. So haben wir angefangen zu beten. Wir wussten zwar nicht viel vom Wort Gottes, aber ich erkannte, dass nicht der Führer Kim Il-sung oder die Volkspartei uns retten können, sondern allein Jesus Christus und Gott. Diesen Glauben nahm ich an und fing an zu beten. Eines Tages wurde ich vom Staatssicherheitsdienst aufgefordert, meinen Mann zu besuchen. Ich saß dann meinem Mann gegenüber, der nur noch aus Haut und Knochen bestand. Seine Kleidung war zerfetzt und mit Blutkrusten übersät, wahrscheinlich von der Folter. Seine Füße waren wegen der Unterernährung angeschwollen. An diesem Tag waren hohe Staatsmänner, die vom Staatssicherheitsdienst zur Untersuchung geschickt worden waren, mit dabei.
Deshalb konnte ich kein einziges Wort zu ihm sagen. Ich weinte nur noch, bis ich die Zelle verlassen musste. Und nach einem Monat hat man ihn hingerichtet. Ich bin mit dem festen Entschluss, seinen unerfüllten Dienst für Gott fortzuführen, auch aus Nordkorea geflohen. Und ich lebe auch heute noch nach diesem Vorsatz. Für Hae-ju blieb nur noch die Flucht als Ausweg aus einem hoffnungslosen Land. Doch diese Fluchten führten sie zunächst nicht in die Freiheit. Sie wurde aufgegriffen und nach Nordkorea ausgeliefert. Dort musste sie als Strafe für ihre Flucht das Schlimmste befürchten. Von ihren Erfahrungen in Gefängnissen und im Arbeitslager und wie ihr Gott beistand, erzählt sie in der nächsten Folge von Gesichter der Verfolgung. Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn Sie diese und weitere Folgen unserer Sendereihe Gesichter der Verfolgung sehen wollen, besuchen Sie einfach unsere Mediathek. Alle bereits ausgestrahlten Sendungen können Sie dort jederzeit wieder anschauen. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung über verfolgte Christen und konkrete Gebetsanliegen erhalten möchten, dann können Sie unser kostenloses Sonderheft Gesichter der Verfolgung bestellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 6767 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.